sind noch nicht ganz vollzählig im Online-Bereich. Ich werde aber trotzdem, ich werde die Zeit ganz kurz nutzen, um denen, die es noch nicht wissen, zu sagen, dass es ein neues Buch von Christina gibt. Wir freuen uns ganz, ganz riesig, dass dieses Buch rausgekommen ist mit dem wunderbaren Titel. Auf den gehen wir gleich noch ein. Und man kann es bestellen via Christinas Webseite oder überall im Buchhandel. Ich möchte die kostbare Zeit, die jetzt da ist, dass Christina spricht, gar nicht weiter in Anspruch nehmen. Ich möchte aber ganz kurz ein Zitat vorlesen, was aus diesem Buch ist. Und das geht so. Die Ausrichtung auf die Liebe lässt einen Menschen stets in einer Weise handeln, dass er weder sich selbst noch anderen Lebewesen Schaden zufügt, denn Liebe unterstützt und beschützt immer das Leben. Wenn von einem liebenden Menschen erwartet oder verlangt wird, dass er anderen schadet, so kann er nicht gehorchen. Diese Haltung könnte man als den Ungehorsam der Liebe bezeichnen. Und jetzt möchte ich Christina das Wort geben mit der Frage, warum es eigentlich so ist, dass wir das Wort Ungehorsam mit dem Begriff Liebe nicht zusammenbringen hier bei uns. Wie kommt das? Ja, also wie du sagst, das ist ja bei uns hier so. Wir können das nicht immer zusammenbringen, weil in unserer geistigen Heimat, also dort, wo wir alle ursprünglich herkommen, da ist ja jeder mit der Liebe verbunden. Da ist das einfach so. Und darum gibt es da ja auch nur Dinge, die für das Leben gut sind. Und hier auf der Erde, da gibt es ja einige Dinge, die sind nicht gut für das Leben. Und das ist halt, weil nicht alle Menschen, die hier leben, auch mit der Liebe verbunden sind. Und wenn wir dann hier sind und wir sind mit der Liebe verbunden und hören aber irgendwas, was wir tun sollten, was nichts mit der Liebe zu tun hat, dann wäre es wichtig, dass wir das eben auch nicht tun. Und für andere Menschen, also für die Menschen, die nicht mit der Liebe verbunden sind, die haben dann das Gefühl, dass wir ungehorsam sind, weil wir nicht so handeln, wie sie sich das vorstellen. Und in unserer geistigen Heimat, da gibt es das halt nicht. Da sind alle mit der Liebe verbunden und die ganzen Dinge, die wir hier auf der Erde haben, die ja nur da sind, weil Liebe fehlt, die gibt es bei uns zu Hause nicht. Es ist zwar so, dass jede Seele je nach Bewusstsein auf einer anderen Ebene landet
wenn sie die Inkarnation verlässt. Aber jeder von uns hat diese göttliche Ursprungsheimat. Und da sind wir noch in der Liebe und wir wissen auch, dass wir immer mit allem verbunden sind. Also diese Wahrnehmung, dass gewisse Menschen denken, sie sind irgendwie von allem getrennt und das sind sie und dann ist da noch jemand und da ist noch jemand. Die gibt es in dieser Art und Weise nicht bei uns zu Hause. Also hier auf der Erde gibt es Dinge, die sind anders als bei uns zu Hause. Und da gibt es gute Dinge und es gibt eben auch seltsame Dinge. Und in den, also nein, davor auch, aber in den letzten 2 Jahren da gab es noch mehr von den seltsamen Dingen, als es vorher eh schon gab. Und in allem gibt es aber was Gutes. Und eines der guten Dinge von diesen letzten 2 Jahren ist eben das, dass wir jetzt den Beweis haben, dass man, wenn man möchte, die Welt ganz schnell ändern könnte. Aber man muss es halt wollen und es müssen die Menschen an bestimmten Positionen halt das wollen. Und wir haben jetzt gesehen, dass schon einige eine Veränderung wollen, aber halt nicht in was Gutes. Und trotzdem ist es der Beweis, dass es theoretisch ja auch anders sein könnte und wir könnten die Welt zu etwas Positivem verändern. Und zwar in relativ kurzer Zeit. Wenn es gewollt wäre. Das ist aber von vielen aktuell nicht gewollt. Und das ist ja ein Grund, warum wir hier sind. Weil wir sind ja die Anker für was Gutes und für etwas Schönes. Und es wäre natürlich schön, wenn es das auch von anderen Positionen her gewollt wäre. Und solange das halt noch nicht so ist, können ja wenigstens wir etwas Gutes in die Welt bringen. Weil das ist ja der Grund, warum wir hier sind. Und den sollten wir auch nicht vergessen. Egal was auf der Welt los ist. Jeder Mensch, der schon aufgewachter ist, weil ich glaube, so ganz wach ist wahrscheinlich niemand von uns, aber halt aufgewachter. Und jeder, der das ist, der hat ja die Möglichkeit, andere Menschen, die noch schlafen, auch aufzuwecken. Also sie müssen das zwar selber tun, aber durch das, was wir sagen,
Und durch unsere Energie kann es passieren, dass bei diesen schlafenden Menschen was wie aufwacht, was vorher eingeschlafen war. Und es gibt ja ganz viele Menschen, die schon wacher sind und die also auch anderen Menschen helfen können, aufzuwachen. Und das ist eben gut, dass es so viele Menschen gibt. Und zwar nicht nur, weil auch viele schlafen, sondern weil jeder Mensch, der schläft, nicht jeder Mensch, der schläft, wacht doch das Gleiche auf. Und jeder von uns hat ja eine andere Energie. Und das ist ja auch kein Zufall. Also wir sind nicht alle gleich, können es auch gar nicht sein und müssen es auch nicht. Es kann jemand mit jemandem reden, der noch schläft. Und es passiert nichts. Und dann kann ein anderer Mensch mit ihm reden, der zwar genau das Gleiche sagt, aber dann fängt der schlafende Mensch an aufzuwachen. Weil es auch um unsere Energie geht und einfach um das, was wir sind. Und das ist bei jedem Jahr anders. Und darum braucht es jedem von uns. Und jeder dort, wo er als Seele gesagt hat, da gehöre ich hin und da kann ich anderen Menschen was mitgeben. Wenn wir hier inkarnieren, dann lernen wir zum einen ja immer selber Dinge und zum anderen fragen wir uns immer, wie können wir Liebe auf die Erde bringen? Weil wir brauchen ja Liebe. Also nur weil wir zu wenig Liebe haben, passieren ja gewisse Dinge überhaupt. Und Liebe ist wahrscheinlich eines der wenigen Dinge, von denen man nicht zu viel haben kann. Es gibt ja viele Dinge, da geht es um ein Gleichgewicht. Aber von Liebe kann man nicht so viel haben.